Mein Name ist Beate Meil-Reisinger. Ich bin eine von den neun NEOS-Abgeordneten zum Nationalrat. Wir sind jetzt am 29. September bei der Wahl mit 5% in den Nationalrat eingezogen, aus dem Stand heraus als liberale Kraft. Und ich bin eine von den neun Abgeordneten und zudem stellvertretende Vorsitzende von NEOS, das Neue Österreich, also einer der beiden Parteien, die eigentlich in einem Wahlbündnis jetzt zur Wahl angetreten sind, NEOS und Liberales Forum. Frau Meine-Reisinger, Sie persönlich, aber auch Ihre Partei hat sich den Wandel auf die Fahnen geschrieben. Ihr persönlicher Wahlspruch war: Es muss anders werden, wenn es besser werden soll. Was sind die Schwerpunkte von NEOS und wie organisieren Sie sich und wo ist die Organisation anders zu den etablierten anderen großen Parteien in Österreich? Also der erste Punkt ist, Österreich ist ein wahnsinnig strukturkonservatives Land und ein sehr reformresistentes Land, was auch daran liegt, dass hier zwei Parteien, ÖVP und SPÖ, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg sich das Land aufgeteilt haben und mehr oder weniger ununterbrochen an der Regierung waren und meistens in einer großen Koalition, das könnte man sagen, große Koalition, große Lösungen, haben wir nicht gesehen. Wir haben eigentlich einen unerträglichen Stillstand erlebt, also einen Reformstau. Und da haben wir gesagt, das muss anders werden. Da braucht es einfach Lösungen. Es braucht auch sowas wie einen Mediator vielleicht, denn zum Teil sind diese beiden Parteien nicht mehr in der Lage, konstruktiv zu Lösungen zu kommen. Die lehnen sich einfach zu und sagen, pff, seit Jahrzehnten, wir kommen nicht zueinander. Da gibt es ideologische Gräben und so, dann ist es halt so. Pech, machen wir nichts. Also das war ganz wesentlich zu sagen, wir bieten konstruktive Lösungsvorschläge, arbeiten die aus und gehen damit auch an die Öffentlichkeit ins Programm hinein. Wir sind eine sehr junge Bewegung, das wollte ich noch sagen. Genau, wir sind eine Bewegung. Wir haben uns von Anfang an als Bewegung definiert und nicht gesagt, so, wir gründen jetzt eine Partei und als erstes bauen wir eine Struktur. Unser Verständnis, unser Selbstverständnis war, wir sind Bürgerinnen und Bürger aus der Mitte des Volkes, die sagen, ich halte das nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr zuschauen, wie nichts passiert, wie keine Reformen gemacht werden und letztlich auch wie der Stil in der Politik leidet. Wir verlassen unsere Zuschauerränge und wir treten jetzt an als Bürgerbewegung. Und diesen Bewegungscharakter haben wir eigentlich über diese 1,5 Jahre seit der ersten Zusammenkunft eigentlich von damals 40 Leuten, wir waren 40 Personen, die eigentlich total größenwahnsinnig gesagt haben, wir gründen jetzt eine Partei und wir ziehen in den Nationalrat und wir verändern das Land. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Und diesen Bewegungscharakter wollen wir beibehalten und haben ihn auch über weite Strecken im Wahlkampf mit Leben erfüllt. Was sind die inhaltlichen Schwerpunkte? Bildungspolitik? Inhaltliche Schwerpunkte sind das Metathema. Wir sind das Sprachrohr der nächsten Generation, der Jungen. Wir glauben, dass es ganz wichtig ist, gerade in diesem Zusammenspiel von SPÖ und ÖVP, die ja aufgrund ihrer Parteistruktur, ihrer Wählerstruktur sehr gerne großzügige Angebote an Pensionisten machen, ein Sprachrohr für die nächste Generation zu etablieren. Da geht es jetzt nicht darum, einen Generationenkonflikt zu schüren oder herbeizureden, aber wirklich den Jungen eine Stimme zu geben. Und das haben wir in drei Themen gemacht. Eins ist Bildungsthema, das ist wahrscheinlich überhaupt das wichtigste Anliegen von uns. Scherzhaft wurden wir bezeichnet mal als Partei der Jungeltern. Das ist gar nicht so falsch. Wir haben seit Jahrzehnten eine Diskussion um Gesamtschule ja oder nein, reden zum Beispiel gar nicht über Schulautonomie. Und es passiert nichts. Wir sehen eigentlich von PISA-Ranking zu PISA-Ranking oder OECD-Studie, dass Österreich herabsinkt, was die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler angeht und das bei einem sehr hohen Mitteleinsatz. Also Bildungspolitik ein Ansatz, zweiter Pensionen, Pensionsreform, das hat sehr viel mit Generationengerechtigkeit zu tun, mit einem System auch, das nachhaltig ist. Wir hätten gerne einen Nachhaltigkeitsmechanismus verankert im System, sodass eine steigende Lebenserwartung, aber auch also Gesundheit im Alter und damit auch die Fähigkeit und ja auch teilweise der Wunsch von Menschen, länger arbeiten zu können, dass das System das abbildet. Also Pensionsreform ist der zweite Schwerpunkt. Und der dritte Schwerpunkt war Steuern, Abgaben. Wir haben ja eine Steuer- und Abgabenquote von 44%, also höher noch als in Deutschland. Und das muss gesenkt werden. Und wir haben auch gesagt, wir können über Steuergerechtigkeit reden, aber in Österreich wird immer
ausschließlich über neue Steuern gesprochen. Und da haben wir gesagt, nein, wir müssen mal über Ausgabenkürzungen reden, da vor allem über eine Verwaltungsreform und nicht wieder über neue Steuern. Sie haben selber gesagt, NEOS ist eine Bewegung. Sie bezeichnen sich selber auch als politisches Start-up. Start-ups sind technikaffin, sind hochinnovativ, hochmotiviert. Mhm. Unser Seminar ist ein Seminar zum Thema Partizipation 2.0. Was für Ideen hat NEOS zum Thema technischer Einsatz um Partizipation von Parteimitgliedern, also die interne Meinungsbildung, aber vielleicht auch das, was den Bürger allgemein betrifft, entwickelt? Und was können Sie sich da vorstellen, in den kommenden Jahren zu machen? Sie haben ja auch, das ist im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen, die Online-Partei Österreich integriert, die ja dann schon ein Liquid-Feedback-System praktisch schon vor der Wahl etablieren wollte. Mhm. Wie hat sich dieses Projekt zum Beispiel angelassen? Hat das funktioniert? Oder, Also das ist ein ganz wesentlicher Inhalt von uns oder ein Anliegen. Wir glauben, dass die zunehmende, es ist ja nicht eine wirklich Politikverdrossenheit, aber es ist zumindest eine Politikerverdrossenheit der Menschen. Aber das sieht man ja auch an der Wahlbeteiligung, sinkende Wahlbeteiligung, dass man Menschen wieder dazu bringen kann, auch sich zu engagieren und mitzudiskutieren, zu politisieren. Die Menschen sind eigentlich sehr politisch und Politik ist wichtig. Und das hat sehr viel mit Demokratie zu tun und mit einem modernen demokratischen Zugang. Wir dürfen Demokratie nicht mehr so leben wie zu Zeiten der Postkutsche. Es gibt Technologien und die kann man und muss man nutzen. Was haben wir gemacht? Wir haben einerseits, also wenn man jetzt nur den Online-Bereich hergeht, also wir haben sehr viel auch offline gemacht, face-to-face, wir haben Bürgerforen gemacht, moderne Moderationstechniken für die Programmentwicklung, World Cafés, Open Spaces, ist ganz wichtig, wird auch nicht ersetzbar sein. Der direkte Kontakt mit den Menschen, den kann man nicht ersetzen. Aber man kann zusätzliche Schienen öffnen. Das ist einerseits die sozialen Medien nutzen. Das heißt, auf Facebook und auf Twitter gut präsent zu sein. Und mit gut meine ich nicht einfach ein Politikerprofil dort online zu stellen, das vielleicht auch noch von einer anderen Person betreut wird. Soziale Netzwerke müssen funktionieren nur, wenn sie authentisch genutzt werden. Das heißt, meiner Meinung nach muss die Politikerin oder der Politiker selber twittern und selber auf Facebook sein. Anders funktioniert es nur sehr holprig. Und Facebook und Twitter funktioniert dann ganz gut, wenn man Fragen stellt. Wir haben beispielsweise sogenannte Twitteramas gemacht. Das heißt, wir haben ein Thema genannt, beispielsweise Bildungspolitik, und 1-2 Stunden lang gesagt, jetzt ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen zum Programm über Twitter. Und am Ende kann man ganz gut mit Programmen, die es ja auch gibt, Open-Source-Programmen, so Dokumentationen dieser Twitter-Ramas machen. Funktioniert ganz gut, hat ganz gut funktioniert. Was wir auch gemacht haben in unserem Partizipationsprozess, hauptsächlich nach innen, ist eine Art Online-Begutachtung. Das heißt, wir waren noch nicht so weit, dieses Tool der Online-Partei oder auch ähnlich wie Liquid Feedback zu nutzen, aber es gab die Möglichkeit, Kommentare zum Programm zu geben und Programmbestandteile zu bewerten mit Plus oder Minus. Das heißt, wir haben offline die Programme erarbeitet und dann online zur Diskussion gestellt und dann letztlich in Parteitagen beschlossen. Das hat gut funktioniert. Wir würden gerne aber einen Schritt weiter gehen, nämlich dass man wirklich sagt, es ist diese Online-Schiene auch tatsächlich ein Teil, wie das Programm entwickelt wird. Was wir gemacht haben, zum internen Abgleich oder auch Themenfindung teilweise, weil wir wurden ja mit sehr vielen Fragen im Wahlkampf konfrontiert, zu denen wir nicht überall eine Position gehabt haben. Das haben wir genannt, also ein bisschen das Konzept des Wisdom of the Crowd. Wir haben gesagt, das ist ein Druidenbaum. Klingt vielleicht etwas esoterisch, aber was dahinter steht, ist, dass Menschen in Österreich gesagt haben, oder Freunde von uns, Mitglieder, ich habe da und da eine Kompetenz. Da kenne ich mich aus und ich stelle die gerne zur Verfügung, sitze aber nicht jeden Tag im Büro. Und da haben wir ein kollaboratives System gehabt, dass wir eine Frage hineinspielen konnten und wie eine Chatfunktion, und die Menschen in den unterschiedlichen Teilen Österreichs, die wollten, konnten sich dazu äußern. Das hat auch ganz gut funktioniert. Das ist sicherlich ausbaubar. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir diese Themengruppen und Taskforces auch ausstatten mit diesen kollaborativen Systemen,
damit man dezentral arbeiten kann. Und gleichzeitig entwickeln wir ein Tool, das wirklich Bürgerinnen und Bürger einlädt, ihre Anliegen bei uns zu deponieren. Aber das haben wir noch nicht, müssen wir erst schauen. Kommunalpolitisch ist da auch ein Ansatz da verfolgt von Ihnen, da stärker den Bürger auch einzubinden in die Anliegen der unmittelbaren Umgebung? Jedenfalls, also das habe ich jetzt auch gerade gemeint, ich bereite ja die Wien-Wahlen vor, also Landtags- und Gemeinderatswahl, die sind 2015, wir starten aber jetzt mit einem Programmprozess und ich glaube auch da ist es ganz wichtig, dass wir alle Menschen einladen, da mitzutun. Es geht nicht darum, ob das jetzt ein Mitglied ist oder nicht, das war uns immer egal. Es gibt dann sowieso Parteitage, wo Programme beschlossen werden. Aber bei der Frage, was bewegt dich, was ist vielleicht deine Vision von der Stadt, also von Wien 2020, Arbeitstitel ist mal 2020, also 20 Themen oder Visionen für Wien 2020, da kann man alle Menschen einbinden und das geht natürlich online, wenn es niederschwellig ist. Würden Sie Österreich gerne als NEOS pushen als Vorreiter für E-Democracy, E-Demokratie in Europa? Meinen Sie, da ist eine Chance da angesichts der Strukturen in Österreich? Und wo sehen Sie da Deutschland? Es ist auf jeden Fall viel Potenzial nach oben. Sehr, sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Ich glaube, dass bei dem Wahlkampf jetzt, bei der Nationalratswahl, zum ersten Mal von allen Parteien, aber von uns wahrscheinlich am stärksten, überhaupt die sozialen Medien genutzt wurden. Also das war in den letzten Wahlen überhaupt nicht der Fall und da gibt es erste Ansätze, da ist aber wahnsinnig viel Potenzial nach oben, wenn man beispielsweise nach Amerika schaut. Das Thema ist, und davon bin ich überzeugt, das muss authentisch funktionieren. Du kannst dich in den sozialen Medien nicht mit einem aufgesetzten, also du kannst im Prinzip deine Strukturen nicht einfach übertragen auf die sozialen Netzwerke und dann informierst du halt, was gerade am Parteitag so los ist. Das interessiert niemanden. Damit wird man einfach niemanden zur Diskussion anregen. Das heißt, man muss sich anschauen, wie funktionieren diese Netzwerke und man muss sie verstehen. Es ist jetzt sicherlich zum ersten Mal passiert, ob da jetzt Österreich eine Vorreiterrolle eingeht, das wage ich zu bezweifeln. Denn wie gesagt, wir sind ja durchaus relativ strukturkonservativ. Die Frage stellt sich zum Beispiel bei Formen der direkten Demokratie, wo es jetzt schon so etwas wie einen Konsens zwischen eigentlich allen Parteien in unterschiedlichen Schattierungen gibt, dass es beispielsweise bei Volksbegehren sein muss, dass ich die online unterstützen kann. Es ist doch unglaublich, dass ich heutzutage zwar meine Lohnsteuererklärung online machen kann mit Bürgerkarte, aber um ein Volksbegehren zu unterstützen, mich physisch in Wien zu einem Magistrat, also zu einem magistratischen Bezirksamt begeben muss, um das dort zu unterschreiben. Das versteht kein Mensch. Klar, das sind Fragen zu lösen, überhaupt was E-Voting angeht, auch Datenschutzfragen zu lösen, die nehme ich ernst. Aber man muss sie diskutieren und man muss da die Entwicklung auf jeden Fall vorantreiben. Wenn wir eine Vorreiterrolle einnehmen werden, mal sehen. Ich hoffe, dass unser Vorwahlmechanismus, der ja zum Teil auch aus einem Online-Prozess besteht, einer wirklich offenen Online-Vorwahl, das heißt, im Prinzip kann jeder Österreicher, jede Österreicherin unsere Kandidatenliste mitbestimmen über diese Online-Vorwahl, dass das eine Vorreiterrolle ist. Und davon bin ich auch überzeugt, dass das andere Parteien sich anschauen in Österreich, dass er mal diesen Schritt wagt und auch der Mut zeigt. Ja, Frau Meine-Reisinger, vielen Dank und viel Erfolg für Ihre Arbeit. Danke sehr.